Willi, die erste Frage, die muss erlaubt sein. Du hast von Rot-Weiß Essen bist du nach Dortmund gewechselt. Warum bist du nicht, hätte ja näher gelegen für dich, kürzere Anreise zum FC Schalke 04 gegangen? Oh. Das ist eine ganz schwere Frage. Im Prinzip ist es so, dass ich persönlich nie was gegen Schalke gehabt habe oder so. Aber die Rivalität der Fans eben, das kann ich den Leuten nicht antun, dass ich von Essen aus zu Schalke wechsle. Das wäre Hochverrat gewesen und es wäre eben von Seiten der Fans schwer zu verdauen gewesen. Aber da es immer eine Fanfreundschaft zwischen Dortmund und Essen gegeben hat, war es für mich ein logischer Schritt, dann zu Dortmund zu wechseln. Das war dann der einfachste Weg und ich habe keinem wehgetan dann. Das war ja, nach so vielen Jahren in Essen kannst du ja nicht plötzlich hergehen und ein blau-weißes Trikot anziehen. Das kann man einfach nicht machen. Das spricht nicht gegen Schalke oder so, das ist einfach so, das sollte man nicht machen. Leute, die jahrelang hinter einem hergelaufen sind und immer wieder für den Verein da waren und dich unterstützt haben, da muss man auch mal das Gehirn einschalten, wenn man dann halt den Verein wechselt. Aber es ist doch wahr, dass Oskar Siebert schon nach Essen gekommen ist und dir ein Angebot unterbreitet hat. Das ist so ganz klar, Oskar war ja bei jedem. Aber das ist ja nur logisch. Ich meine, das war ja legitim, dass man mich von Seiten Schalkes angesprochen hat. Aber wie gesagt, das war ein kurzes Gespräch und dann war das auch erledigt. Und, ja. Otto Rehhagel hat man so schön gesagt, wenn ich damals als Verteidiger zur Sache gegangen bin, dann war das Foulspiel. Wenn der Betty Vogt das Gleiche gemacht hat, dann war das Weltklasse. Aber immer wenn der Betty Vogt zur Hafenstraße kam, Willi, da hatte der Angstzustände. Was hast du mit ihm gemacht in Essen? Ja, der hatte drei Tage vorher kriegte der Dünnschiss. Also das ist ihm oft auf den Darm geschlagen, glaube ich. Ich meine, der Berdi war ja wie gemacht für mich. Das darf man nicht vergessen. Schön klein, kurze Beine. Und wenn ich dann den Ball abgeschirmt habe mit dem verlängerten Rückgrat, sprich mit meinem zarten Hintern, hätte ich beinahe gesagt, nein. Aber dann ist der Ball, dann ist er von hinten mit seinen kurzen Beinen eben nicht mehr rangekommen. Und wie gesagt, der war wie gemacht für mich. Für den konntest du mich wecken. Das war... Ja. Du sollst sogar einmal gewartet haben, bis Betty Fuchs wieder aufgestanden ist, nachdem er ins Leere gegrätscht ist. Ja, ich habe oft gerufen, hier ist der Ball, hier. Und ich meine, ich habe ja auch viel erzählt bei den Zweikämpfen. Das war ja auch mein Prinzip war, viel mit den Verteidigern zu sprechen. Das ist also, die meisten hatten dann verloren, wenn sie darauf eingegangen sind. Ich war beim Pokalspiel der Bayern gegen Bochum, dürfte ich ins Trainingshotel, habe den Hermann Gerland, deinen alten Kumpel, Ruhrgebietskumpel, getroffen. Ja. Er hat gesagt, also wenn der Willi gegen einen nicht gerne gespielt hat, dann war das gegen mich. Jetzt, da bin ich gewöhnt, als Journalist beide Seiten zu hören. Was sagst du denn dazu? Stimmt das, dass du das gegen ihn schwer gehabt hast? Ja, erstmal muss ich sagen, es gab zwei harte Huse vom FC Schalke, war auch so einer, der hatte auch immer eine Sonnenbrille auf und hat dadurch wenig gesehen. Aber der Hermann Gerland war auch eben rustikaler, der dann aber auch so schnell war, den habe ich umspielen können, aber der war immer wieder da, den bin ich nicht losgeworden. Und mich dann von der Mittellinie aus musste ich den teilweise dreimal umspielen bis zum 16er und beim vierten Mal war der Ball weg. Dann. Also der Hermann war wirklich schwer zu spielen. Aufgrund seiner Schnelligkeit war es für mich schwer, gegen Gerland zu spielen, da muss ich schon sagen. Und da hatte ich auch schon die Schnauze voll vorm Spiel, weil ich den gesehen habe, der Quasimodo ist wieder da, ist eine Scheiße. Also, aber der war aber auch verdammt schnell, muss ich sagen. Also, jetzt müssen wir mit einer Legende, ob das wirklich jetzt stimmt, wir lesen das und das wird ja auch gerade durch Internetseiten alles kultiviert. Hast du wirklich mit Sepp Maier diesen Deal machen wollen? Kannst du uns das mal selbst nochmal erzählen? Ja, wir haben uns getroffen. Wir haben dann in Mainz, war es glaube ich, irgendwo bei einer Werbeveranstaltung, haben wir uns getroffen und haben wir also ausgemacht, dass wir beim nächsten Spiel, egal wo, wir gegeneinander spielen, dass er einen Abschlag vom 5-Meter-Raum, also einen Torabstoß macht. Und ich stelle mich dann an den 16-Meter-Raum. Und er spielt mich an und ich spiele den Ball zurück und laufe mich dann frei und er wirft dann nochmal den Ball hinter mir her.
obwohl wir in verschiedenen Mannschaften spielen. Das wäre es gewesen, nicht wahr? Und dann haben wir in Essen gespielt und es hat 0-0 gestanden. Ich habe mich immer an den 16er gestellt beim Abschluss. Ich sag, komm, was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Und dann hat er gesagt, du kannst mich am Arsch lecken, du haust mir den rein. Aber allerdings auch bayerisch dann, nicht wahr? Ja, klar. Du hast ja dann Borussia Dortmund, wir kommen gleich auch wieder zum Derby zurück, aber die Geschichten sind nun mal so schön. Du hast ja Dortmund gespielt und dann hast du aber doch mal gesagt, Mensch, ich will noch mal was anderes sehen, ich will über einen großen Teich, ich will in Amerika Fußball spielen und dann hat die Geschichte ihren Lauf genommen. Ja, richtig. Ich war ja bei der Borussia, hatte auch noch ein bisschen Vertrag und dann habe ich aber nachts mal einen Anruf bekommen, der mich dann doch zum Nachdenken veranlasst hat und Das war das Gespräch aus Dallas eben, wo man gesagt hat, hör mal, hier ist Gerd Trinklein. Ich sage, wer ist da? Gerd Trinklein, du kennst doch Eintracht Frankfurt, weißt du? Ach, ich sage, Gerd, und was machst du? Ja, ich bin hier in Dallas, Amerika, wunderbar. Und ich habe denen über dich erzählt und was du für einer bist. Und du wärst der Mann für Amerika, ein bisschen Show, aber auch die Show mit der Zweckmäßigkeit verbinden und so. Das liegt dir ja und all das. Die sind so bekloppt, also kannst doch verlangen, wenn du willst, kriegst du ja alles. Und dann bin ich dann, tags drauf, habe ich mir dann überlegt, dann bin ich dann zum Günther hier, zum Präsidenten von der Borussia, und ich sage, hör mal, ich bin ja jetzt auch schon ein alter Knopp und alle waren ja drüben zu der Zeit, war Gerd und alle, Franz und alle waren drüben und haben Fußball gespielt, und habe ich hier dem Präsidenten, dem Günther, gesagt, hör mal, was hältst du denn davon, wenn ihr mich jetzt hier aus meinem Vertrag rauslasst? Geht ja nur noch 3 Monate und ich habe da nochmal eine Möglichkeit, über den Teich in den Staaten nochmal richtig Geld zu verdienen. Und sagt er, okay, du hast uns jetzt nach dem Aufstieg, hast du uns geholfen, die Klasse zu erhalten für die 2,5 Jahre und das war in Ordnung. Und dann habe ich auch so nebenbei nochmal gefragt, und was koste ich an Ablösesumme? Und er sagt, ach Quatsch, Ablösesumme, du bist alt genug, du kannst so gehen. Und da habe ich gesagt, so, ohne Ablösesumme, vielen Dank, habe ich dann gesagt. Das war natürlich eine Riesengeschichte, nochmal zum Abschluss, dass ich dann frei war und nochmal in den Staaten einen guten Vertrag machen konnte im relativ hohen Fußballeralter. Aber ist ja nicht dabei geblieben, du hast ja dann noch ein bisschen mehr Kohle gemacht. Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn man dann einmal Lunte gerochen hat, wie man so schön sagt. Ich war ja der Erste, der Zweite nach dem Gerd Trinklein von der Eintracht, der bei den Dallas Tornados dann gespielt hat. Und dann haben wir da überlegt, morgen ist ja die Verhandlung und kostet es keine Ablösesumme, was sagen wir denen denn jetzt hier? Ich meine, in Amerika, die haben keine Ahnung, denen sagen wir einfach mal eine Summe und dann gucken wir mal, was sie sagen, eine Ablösesumme, nicht? Und ja, dann haben wir was gesagt und dann haben die sofort gesagt, okay, Ablösesumme, wunderbar. Und wo sollen wir das denn hin überweisen? Ich sage, nee, das könnt ihr mir geben, ich mache das ganz klar. Dann haben die das bei der Wells Fargo auf mein Konto überwiesen. Und dann war das erledigt, das Ding. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich dann überlegt habe, ach so, eins muss ich natürlich sagen, ich musste auch noch einen kleinen Teil muss ich natürlich dem Manager des Vereins zukommen lassen, denn so einfach war das nun doch nicht. Der hatte dann so ein bisschen Lunte gerochen, dann habe ich ihn aber beteiligt und dann war der auch zufrieden. Und dann, nachdem das dann gelaufen war, haben wir uns überlegt, wen holen wir denn jetzt aus Deutschland, nicht wahr? Ich meine, und dann haben wir noch einen, dann fiel mir der Gerd Trinklein auch ein. Habe ich erzählt schon von Gerd? Ja, nicht. Und Gerd hatte dann eine super Idee, noch den Klaus Toppmöller zu holen. Und der Toppmöller war ja nun auch einer, der viel Tore gemacht hatte in der Bundesliga, auch Schützenkönig war in der Bundesliga. Den kannte man sogar in Amerika. Und dann haben wir dann den Toppmöller angerufen. Und der Toppmöller hat auch gesagt, ich bin schon so alt, jetzt das ist kein Thema. Und für den konnten wir natürlich auch ein bisschen ablösen, so verlangt nicht wahr. Und eine Woche später haben wir dann zu viert am Tisch gesessen. Einer für dich, einer für dich, einer für dich und einer für dich, nicht wahr?
Ja, und das haben wir dann nochmal wiederholt mit dem Ede Wolf hier aus Dortmund. Den kannte ich ja nun aus meiner Dortmunder Zeit. Den habe ich dann auch, haben wir auch noch ruckzuck geholt, nicht wahr? Und dann zum Schluss noch Wolfgang Rausch von Rot-Weiß Essen, der dann auch in dem Alter war. Und wie gesagt, dann haben wir immer am Tisch gesessen. Nachher haben wir zu 5-6 war der letzte. Der letzte Kuh, da haben wir durch 6 geteilt. Nicht? Da war die Summe aber auch etwas mehr und dann hat sich das trotz allem gelohnt. Jeder kennt sie, aber die ist einfach so schön. Das ist eine der schönsten Geschichten, die ich kenne im Fußball. Und die muss man einfach aus deinem Munde nochmal hören. Zum 100.000. Mal jetzt. Also ich werde ja natürlich überall angesprochen, wo ich erscheine, auf diese Geschichte, die mir passiert ist bei Westfalia Herne, zweite Liga oder Regionalliga West war das, zweite Liga. Und ich bin dann mehrmals gefoult worden. Wie gesagt, zu der Zeit hatten ja auch die Verteidiger noch den Baseballschläger mit, ganz offiziell. Da wurde auch vom Schiedsrichter nichts unternommen. Also die haben noch wirklich hingeledert. Da ist das heute ein Kinderspiel gegen. Das ist heute schneller und durch die Schnelligkeit wirkt sich ein Foul natürlich auch dementsprechend aus. Aber von der Brutalität her kann ich dir sagen, war das früher viel schlimmer. Also es wurde wirklich der Tomahawk ausgepackt und es wurde geknüppelt auf Teufel komm raus. Und wie gesagt, bei Westfalia Herne hatte ich auch so einen hinter mir stehen, der nur in die Beine geknallt hat von hinten immer wieder. Und ja, irgendwann ist mir dann der Hut geplatzt. Ich bin aufgestanden, habe ihn so angeschubt und hör doch mal auf, und dann hat er sich natürlich gedreht und plopp hat er sich hinfallen lassen, und dann, wie das so war, Revanche-Foul nannte man das wohl dann, oder Revanche-Reaktion, und dann kam der Schiedsrichter gelaufen, ich verwarne ihnen, und dann habe ich überlegt, ich so, was sagt der denn, ich verwarne ihn, ja, und dann fiel mir nur ein, ich danke Sie, ja. Und dann hat er gesagt, auf Wiedersehen. Nicht, und dann musste ich leider runter und habe 14 Tage Sperre wegen Schiedsrichterbeleidigung gekriegt.